Also hallo, ich habe mit meinen Enkelkindern jetzt schon häufig telefoniert, aber ich habe gehört, man kann auch eine Videoübertragung hier mit ihnen haben. Könntest du mir das erklären, bitte? Danke. Hallo Dietrich, heute erkläre ich dir, wie du einen WhatsApp-Videoanruf tätigst. Du nimmst dein Handy und entsperrst es wie die letzten Male. So, das Symbol von WhatsApp kennst du ja schon, da drückst du bitte drauf. Hier unten rechts, das ist das Symbol, damit du die Kontakte auswählen kannst, da drückst du bitte drauf. Hier oben ist die Lupe, wir wollen die Person suchen, mit der du gerne einen Videoanruf tätigen möchtest, deswegen drückst du da bitte drauf. Nun gibst du den Namen der Person ein. Ich möchte Gaumi anrufen. So, also wähle ich den Kontakt aus. Hier oben ist das Symbol für einen WhatsApp-Videoanruf. Daneben ist das Symbol für einen Sprachanruf und hier rechts gibt es noch weitere Optionen. Also drückst du bitte auf das Videoanrufsymbol. Hallo Gaumi, ich möchte heute Dietrich erklären, wie man WhatsApp-Videoanruf tätigt. Also Dietrich, hier unten kannst du deine Kameraeinstellungen ändern. Nun siehst du die Außenkamera und wenn du nochmal drauf drückst, sieht man sich selber. Hier unten in der Mitte kannst du dein Video ausstellen. Das heißt, die Person sieht dich in dem Moment nicht. Und hier ganz rechts kannst du stumm stellen. Das heißt, die andere Person hört dich nicht. So, und wenn du das Ganze beenden möchtest, drückst du hier auf den roten Hörer mit dem weißen Hörer. So, tschüss Gaumi, Dankeschön. Das war's auch schon. Schon ist der Videoanruf beendet. Ich hoffe, du hast es verstanden, Dietrich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich möchte mich nochmal für deine Hilfe bedanken. Ich habe mit meinen Enkelkindern telefoniert, ich habe sie gesehen. Es war wunderbar. Danke nochmals. Jetzt wie am Ende jeder Folge der polizeiliche Hinweis. Mittlerweile werden mit Hilfe von Diensten oder Anwendungen wie WhatsApp, Snapchat oder Instagram massenhaft Bild- und Videoaufnahmen, vor allem mit dem Smartphone, angefertigt und dann im Internet verschickt. Sobald auf diesen Bild- und Filmaufnahmen jedoch Personen abgebildet sind, muss man das Recht am eigenen Bild dieser Person beachten. Im schlimmsten Fall kann man sogar eine Straftat begehen, sollte man ungefragt und unerlaubt diese Bilder anfertigen bzw. im Internet verbreiten oder veröffentlichen. Nochmal, auch WhatsApp ist Internet. Bitte seien Sie vorsichtig. Fragen Sie vor Anfertigung von Foto- oder Bildaufnahmen die abgebildeten Personen um Erlaubnis. Fragen Sie auch um Erlaubnis und das Einverständnis, wenn es darum geht, solches Bild- und Filmmaterial im Internet zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Weiteres Informationsmaterial finden Sie in dieser Broschüre oder unten in der Beschreibung.